Willkommen bei Unplugged Wohnzimmer. Linda B. ist heute extra aus Hamburg zu uns für den Livestream gereist. Geht's dir gut, Linda? Mir geht's ja, super. Wir freuen uns riesig, dass du heute hier bist. War denn die Anreise in Ordnung soweit? Ja, eigentlich ganz schon. Also ganz schön so. Ich habe auch meine Freundin dabei, Cici. Genau, wir begrüßen dich. Schön, dass du auch hier bist. Heute unser Überraschungsgast. Ja, ein bisschen Applaus. Vielen Dank. Ich wusste selbst nicht, dass du heute mit dabei bist. Ich freue mich umso mehr, weil es ist ja, das klingt ja mit Geige und so. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze wird. Und ja, ich würde sagen, dann starten wir einfach gleich mit dem ersten Song. Und den darfst du gerne jetzt ankündigen. Der heißt Ich will mit. Wenn ich meinen Rucksack pack, um wieder wegzulaufen, dann sagst du mir wie jedes Mal, ich soll doch auch mal was riskieren. Doch was ist, wenn ich Angst hab, Angst vor Katastrophen? Am Ende merkt es alles umsonst war, Niederlagen stärken, sagst du mir. Ob Mojitos auf Kuba, zur Freiheit in New York, Flamingos in Afrika oder einen ganz anderen Ort. Oh, wie du mich ansiehst, deine Augen leuchten, wie du mich anstoppst, sagst du, willst was bewegen, wie du mich mitziehst. Wie könnte ich mich denn wehren, wie du mich jetzt so ansiehst? Dann will ich sofort mit. Leute schlendern oder rennen wegen, nehmen von jedem Ort was mit, stoßen dabei auf Unbekanntes, oft ohne den Boden zu spüren. Die Steine leg ich mir selbst, hab Hoffnung, jemand packt sie ein. Dann verlieren sie ihre Schwere, federleicht fliegen sie fort. Ob Mojitos auf Kuba, zur Freiheit in New York, Flamingos in Afrika oder einem ganz anderen Ort. Oh, wie du mich ansiehst, deine Augen leuchten, wie du mich anstoppst, sagst du, willst was bewegen, wie du mich mitziehst. Wie könnte ich mich denn wehren, wie du mich jetzt so ansiehst? Dann will ich sofort mit. Ich hoffe, uns geht das Benzin nicht aus, wenn wir uns entschließen, zusammen um die Welt zu reisen, in deinem kleinen roten Polo, meinen Käsesteinen im Gepäck, fahren ihr Fragezeichen ins Gegen, bis wir irgendwann irgendwo angekommen sind. Oh, wie du mich ansiehst, deine Augen leuchten, wie du mich anstoppst, sagst du, willst was bewegen, wie du mich mitziehst. Wie könnte ich mich denn wehren, wie du mich jetzt so ansiehst? Dann will ich
Danke. Ja, der nächste Song. Achso, ich kann uns vielleicht... Genau, wir studieren zusammen. Sissy, Linda. Wir sind Schulmusiker, studieren Musik auf Lehramt. Genau, sind in einem Semester zusammen. Und das hier ist gerade unser Corona-Nachholkonzert, das leider im Februar, März ausgefallen ist. Genau, der nächste Song heißt Frei sein, den wir spielen. Und ich finde, gerade durch die Corona-Zeit hat Freiheit so eine ganz andere Bedeutung bekommen. Also ich zumindest habe mich in der Zeit auf eine andere Art frei gefühlt. Ich konnte meinen Alltag irgendwie anders gestalten. Aber trotzdem hatte man irgendwie so eine Einschränkung. Also, das kennt natürlich jeder durch diese Corona-Zeit. Aber ja, genau, frei sein. Immer funktionieren. Das, was erwartet wird, die Gefühle ignorieren, wenn man ja eh verletzt wird. Trotzdem aber nett sein. Soziale Kontakte sind wichtig. Immer ein Lächeln im Gesicht, das ist oft nicht echt. Ich will laut sein. Es kommt kein Ton, ich würde weinen. Keine Träne fließt, ich will ausbrechen. Keine Faser bewegt sich, ich will allein sein. Davor habe ich Angst. Frei sein, leicht und schwerelos. Sein Grenzen und bodenlos, frei sein, unbeschwert und leicht, frei sein, einfach nur gegen die Zeit. Viel zu viele Fragen, lieber die Antwort parat, Lebenspläne vergleichen. Keiner weiß einen Rat, trotzdem aber Urlaub. Neue Fotos verschicken, viel zu viele Aufgaben. Das geht schon klar, ich will bunt sein. Trag so gerne schwarz, ich will mich öffnen. Mein Körper spricht für sich, ich will gerade stehen. Es zwingt mich in die Knie, ich will flexibel sein. Mein Kalender lässt nicht zu. Ich will laut, ich will bunt, ich will frei sein. Ich will laut, ich will bunt, ich will frei sein. Ich will laut und frei sein. Ich will laut, ich will bunt, ich will frei sein. Ich will laut, ich will bunt, ich will frei sein. Ich will laut und frei sein. Frei sein, leicht und schwerelos. Frei sein, Grenzen und bodenlos. Frei sein, unbeschwert und leicht. Frei sein, einfach nur gegen die Zeit. Oh mein Gott, wunderschön.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast mir deine Frage, meine Frage gerade ein bisschen vorweggenommen. Die Corona-Zeit, das ist in der Corona-Zeit entstanden, dieser Song. Nee, eigentlich schon davor. Okay, dann ist einfach Zufall, dass es so gut passt. Ich hatte mega Gänsehaut, das war jetzt wirklich so, man konnte sich komplett reinversetzen. Ja. Also er ist sozusagen kurz davor entstanden, aber hat dann sozusagen wunderbar gepasst. Und ich glaube, da können sich jetzt alle ziemlich gut damit identifizieren, wie man sich da fühlt. Das heißt, du bist vom Songwriting her, wie ich jetzt so vermute, so ein Mensch, der da komplett seine Emotionen mit reinbringt und so Themen, die dich selbst persönlich total beschäftigen. Willst du da mal kurz ein bisschen erzählen, wie du Songs so schreibst? Es ist natürlich, einige Songs sind schon so autobiografisch, würde ich sagen. Mhm. Einfach Geschichten, die mich irgendwie bewegen. Es muss, wie gesagt, auch nicht autobiografisch sein. Es kann auch irgendwie, ich habe zum Beispiel den einen Song, den wir auch spielen werden, relativ am Ende, habe ich einen Film geguckt, der mich sehr gecatcht hat. Das ist auch interessant, ja. Und und dann habe ich halt darüber so meine Gedanken geschrieben. Ah, cool. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Geschichte von einer Freundin hast, die dich total bewegt, dann kannst du dich da so emotional reinversetzen, dass du das in den Song verpackst. Ja, schon. Krass, das finde ich ganz, ganz schön schwierig. Ich finde es auch immer cool, so Sachen dann zu ordnen, so aufzuschreiben und dann halt in so eine Form zu bringen. Ja. Ah, cool. Ja, sehr schön. Wir haben gerade schon von der Corona-Zeit gesprochen. Wie ist es da für dich so gewesen, von der Motivation her? Was nimmst du da so für dich mit? Eher Positives, eher Negatives? Wie hat so Linda ihren Tag gestaltet in der Corona-Zeit? Gemischt auf jeden Fall. Also ich hatte so Momente, wo es irgendwie, wo ich mir dachte so, boah, es nervt mich alles total. Also gerade vor allem auch so mein Semester habe ich sehr vermisst. Also es ging dann in Richtung Sommer, ging es wieder ein bisschen los mit den Kursen. Aber erstmal so dieses ganze Online-Ding. Oh Gott, das nervt. Das ist doch was ganz anderes, ne? Oh, Wahnsinn. Aber ja, ich habe die Zeit gut genutzt, viel zu lesen, spazieren zu gehen und so. Okay, das heißt, du hast da geschafft, irgendwie deinen Alltag so zu gestalten, dass du nicht in das Loch, wo so manch andere, also mich zum Beispiel, für mich war es schwierig. Ich hatte da zwischendurch wirklich so Phasen, wo es doch schwer war, Motivation zu finden, aber so Sport und solche Sachen helfen mir dann doch. Also das hat dir geholfen und sehr schön. Und du bist sozusagen eher gestärkt dann jetzt sozusagen wieder da rausgegangen. Ja, ich habe versucht, das alles irgendwie für mich zu nutzen, meinen Alltag halt auch selber zu gestalten, nicht von einem Ort zum nächsten zu hetzen immer. Genau, ja. Cool. Dann bin ich gespannt, was ihr jetzt als nächstes für uns spielt. Und dann will ich noch mal ganz genau wissen, wie ihr zwei zusammengekommen seid. Für mich ist jetzt eine mega Überraschung. Also ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Nur ich hatte gedacht, meine Fragen sind alle auf Linda ausgerichtet. Das heißt, ich freue mich jetzt auf euren nächsten Song erstmal und dann quatschen wir weiter. Ja, den nächsten spiele ich aber alleine. Gut, dann war das ja sehr passend, die Anmoderation. Welchen Song hören wir denn jetzt von dir? Es tut mir leid. Okay, Linda B. mit Es tut mir leid. Viel Spaß. Wenn du meinst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ich weiß, dass es kommen wird, doch momentan seh ich's nicht. Wenn du meinst, du bist allein, schau mich an, nimm meine Hand. Ich weiß, dass du das noch kannst, doch momentan hast du Angst. Hey, und wenn du mich vermisst, spürst du, dass da noch Liebe ist. Du musst nicht alles alleine tragen, es ist okay, um Hilfe zu fragen. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, kannst du mir verzeihen?
Wenn die Zeit es nicht erlaubt, kannst du auf mein Verständnis bauen. Ich weiß, wie wertvoll Freiheit ist, doch momentan ertrage ich sie nicht. Wenn die Zeit dich erinnern lässt, ich sag, ich bleib hier bei dir. Ich weiß, ich verlange viel, ich will dich greifen und weiß nicht wie. Ey, wir können gemeinsam bestehen. Wir können versuchen, den anderen zu sehen. Du musst nicht alles alleine tragen, es ist okay, um Hilfe zu fragen. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, kannst du mir verzeihen? Damals denken musst, versinke nicht in deinem Frust. Ich weiß, wie sehr enttäuscht du wirst, und dennoch kamst du irgendwie klar. Wenn du an damals denkst und weinst, eine Nachricht und ich weiß Bescheid. Ich würde dich gerne wiedersehen und nicht wie damals einfach gehen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, es tut mir leid, kannst du mir verzeihen? Ich seh mich an, wovor hast du Angst? Ich bin für dich da, ich zeig's dir nochmal. Wunderschön. Du singst auf Deutsch, so als ob das für dich total selbstverständlich wäre. War das schon immer so oder hast du dich für die deutsche Sprache bewusst entschieden oder hast du von Anfang an einfach, war das klar für dich, du singst auf Deutsch? Nee, ich habe tatsächlich auf Englisch angefangen. Okay, das denkt man jetzt nicht im ersten Moment, weil das passt super gut zu dir. Ja, aber ich weiß nicht, irgendwann hatte ich so das Gefühl, dass ich so mehr, also klar, natürlich ist ja meine Muttersprache, ich kann das mehr auf den Punkt bringen, was ich sagen möchte und so. Genau. Ja, das kenne ich auch gut. Also ich habe auch mit Englisch angefangen und dann zu Deutsch gewechselt. Das ist auch immer so ein bisschen dieses Ding, man kann sich beim Englischen noch so ein bisschen verstecken. Ja, voll. Und das ist halt einerseits super praktisch, aber andererseits kann man halt nie so wirklich auf den Punkt kommen. Und manchmal, die meisten verstehen es auch dann gar nicht und dann geht auch viel verloren. Deswegen, also klingt auch echt toll bei dir und passt auch super gut. Und Klavier, du spielst auch wunderschön Klavier. Hast du es dir selber beigebracht? Hast du es gelernt? Nee. Es kommt vor. So krass finde ich nicht. Nee, ich habe, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ich glaube 14, 15 oder so habe ich mit Klavier angefangen. Okay. Und jetzt habe ich halt im Studium auch. Ich habe in 2,5 Wochen meine Klavierabschlussprüfung. Gut, ne, das steht ja dann als Übungseinheit so gesehen heute. Genau. Sehr schön. Wow, und Klavier ist dann schon von Vorteil, ne? Wenn du es schon mit 14 total. Dann... gelernt hast. Ah, super. Spielst du noch andere Instrumente oder war Klavier für dich das ein und alles? Querflöte spiele ich noch. Oh, das wollte ich auch immer mal lernen. Wie ist das so? Ja, ganz cool. Was findest du besser? Ja, Gesang natürlich und Klavier. Gesang und Klavier. So. Ja, mit Querflöte wird es schwierig dabei zu singen. Ich hatte schon mal Bock, irgendwie, wenn ich die Zeit dazu habe, im Orchester zu spielen. Okay. Ich habe früher im Schulorchester gespielt. Ja, aber irgendwie jetzt gerade so im Studium ist so viel anderes und habe ich auch in 1,5 Wochen meine Abschlussprüfung. Wow, also da passt gerade mal eine Frage dazu. Wie machst du das alles zeitlich? Also das ist ja krass, du studierst Musik, du machst dein eigenes Musikprojekt. Managst du dich dann auch noch selbst und organisierst du alles selbst oder hast du dein Team? Wie läuft das bei dir? Meine Eltern stehen da schon selbst. Okay, ja super, das ist doch schon mal schön. Und ich habe jetzt irgendwie in der letzten Zeit relativ viel Straßenmusik gemacht. Oh, cool. Also,
Und ja, mit so einem Keyboard kann man ja natürlich nicht alleine die Sachen tragen. Das stimmt, das Problem habe ich auch immer. Und dann Papa mit dem Auto angerückt. Okay, cool. Ja, voll schön. Hast du denn in Berlin auch Straßenmusik gemacht? Okay, erzählt. Klingt interessant. Ja, wir wollten eigentlich Straßenmusik machen. Nochmal das Programm ein bisschen spielen, aber wir wurden leider weggeschickt. Oh, okay, die Geschichte klingt super. Erzählt ausführlicher. Von der Polizei, oder? Nee, da war ein anderer Mann, der hatte so ganz viele Gläser mit Wasser drin, wo der so dann da so drauf rumgerieben hat, sozusagen. Ich habe gerade den Fachbegriff vergessen. Ja, ich weiß auch nicht, was das heißt. Ich glaube, alle wissen, was ich meine. Und das klang auch sehr schön. Und wir haben uns extra, unserer Meinung nach, weit genug von ihm weggestellt, dass wir ihn dann nicht belästigen. Aber nachdem wir alles aufgebaut haben, kam er dann und meinte, das geht so nicht. Und ihr habt euch echt vertreiben lassen. Ja. Wir haben noch ein bisschen diskutiert und dann hat er uns die Sachen noch ein paar Meter weitergetragen. Den Platz fanden wir aber nicht mehr schön. Und dann, nachdem wir 10 Minuten diskutiert hatten, meinte er plötzlich, das wäre auch gar nicht erlaubt, da zu spielen. Wo ich mir so dachte, sag so, das für, doch direkt. Für ihn aber schon. Ja. Er war ein bisschen weiter weg, also das war... Ah, hätte ich nicht sagen können, ihr seid extra aus Hamburg. Ja, haben wir auch gesagt. Auch? Oh. Ja. Wie findet ihr die Berliner allgemein so nett, oder... Ja, fühlt ihr euch wohl hier? Kommt ihr euch öfter nach Berlin oder ist das jetzt heute nur für, ist das natürlich nur heute, nur für den Auftritt? Also ich war vor 2 Wochen bei meiner Freundin Martha, die da sitzt. Ah, na gut, hallo Martha. Martha aus Berlin. Okay, genau. Herzlich willkommen. Und du warst von der Genau, ich war letzte Woche auch eine Freundin Besuch in Berlin. Okay, also ihr kommt öfter her und es gefällt euch auch gut in Berlin. Sehr schön. Ja. Gut, dann hätten wir das geklärt. Dann freue ich mich auf den nächsten Song, den ihr... zusammenspielt und der wie heißt? Neubeginnen. Oh, das ist doch ein gutes Thema. Dann Linda B. mit Neubeginnen. Sagst du, lernst mich gerade ganz neu kennen. Hab so viel Freiheit im Sinn. Du meinst, mir täte dieser Leichtsinn gut. Hab so wenig Schwere im Herz. Ich hatte gehofft, es wird einfach. Alles klärt sich von selbst. Ich denk, dass ich noch nicht bereit war, Entscheidungen zu fällen. Warum bin ich so schwer zu finden? Wie werde ich dieses Chaos in mir los? Wo soll ich meine Ziele setzen? Und welche Wurzel nehme ich mit? Neubeginn, nach vorne schauen, vergeben, verzeihen und Brücken bauen. Neubeginn, herzlich willkommen, zufrieden sein und nochmal von vorn. Nochmal von vorn. Du meinst, ich lerne grad so viel neu dazu. Mach großen Raum in mir selbst. Du sagst mir, täte diese Richtung gut. Mach kleine Schritte nach vorn. Ich hatte gehofft, es wird einfach geradeaus zu sehen. Ich denk, dass ich so nicht bereit war, für meinen Wunsch zu stehen. Warum fühle ich mich denn so allein? Wie werde ich diese Leere in mir los? Wo kann ich nicht mehr rastlos sein? Welche Zweifel tun mir gut? Neubeginn, nach vorne schauen, vergeben, verzeihen und Brücken bauen. Neubeginn, herzlich willkommen, zufrieden sein und nochmal von vorn. Nochmal von vorn. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Ich weiß nicht, wohin ich will. Zum ersten Mal habe ich keinen Plan. Zum ersten Mal habe ich gar nichts an. Und vielleicht wartet schon was Großes auf mich. Vielleicht wartet schon mein neues Ich. Wenn ich neu, neu beginn. Wenn ich neu, wenn ich neu beginn.
wollte jetzt eigentlich nichts sagen. Aber die Frage muss ich jetzt nochmal stellen. Und zwar, ich sage immer Linda B. mit dem Song, weil ich gehe jetzt davon aus, dass das deine Songs sind, die du geschrieben hast. Und du gehörst zum Linda B. Ensemble. Was habt ihr beiden zusammen vor oder wie seid ihr zusammengekommen zum Musikmachen? Also wollt ihr eine Band, also wollt ihr eine Band gründen oder wird die sich vergrößern? Linda? Von. Also ich kann mir das gut vorstellen. Ja, weil es ist echt wunderschön. Es passt, ihr passt zweistimmig total krass zusammen. Wie lange singt ihr jetzt schon so zusammen? Weil das klingt, als wäre das total gefestigt. So. Also eigentlich, also kennt tun wir uns durchs Studium und bestimmt haben wie wir lange da... Wie lange studiert ihr schon? Seit 3 Jahren. Okay, also ihr kennt euch schon eine Weile. Genau, wir sind in einem Semester und da kam es bestimmt schon mal vor, dass wir irgendwie mit mehreren Leuten mal was zusammen gesungen haben, aber so wir beide eigentlich noch gar nicht so richtig. Und ja, also es gab halt dieses eine Konzert, was ja wegen Corona abgesagt wurde. Und da habe ich so ein paar Leute aus meinem Semester zusammen getrommelt. Okay. Und da war sie auch dabei. Und naja, aber dann haben wir irgendwie also nicht mehr geprobt. Und jetzt hatte ich halt das hier. Ist es jetzt euer erster Auftritt zusammen hier? Ja. Nein. Okay, jetzt habe ich gerade schon wieder Gänsehaut. Das ist ja also eine Premiere. Ja. Wow, was für eine Überraschung. Hey, ist es, also es klingt wirklich, als wärt ihr schon länger so auf Tour. Total schön. Also wir werden das weiter beobachten, wie sich das entwickelt. Dazu kann man vielleicht was auf der Instagram-Seite sehen von dir. Ja, das, ja, wir finden dich unter Linda B. Ich habe dich nämlich schon vorhin... Linda B. mit Unterstrich. Genau, wenn wir, ich muss die Frage jetzt gleich stellen. Linda B. klingt mega geheimnisvoll. Du kannst einfach sagen, nee, ist es nicht, oder die Geschichte dazu erzählen. Naja, ich heiße halt Bichelmeier mit Nachnamen. Wolltest du das jetzt hier verraten? Ja. Okay, also das ist dein Künstlername, aber du wolltest es sozusagen ein bisschen leichter machen, ja, und hast schon einen Punkt. Völlig legitim. Ja. Also alles gut, nur ich. Ja, weil Bichelmeier, das ist so ein Name, den muss man immer buchstabieren. Das ist gar nicht. Ich habe auch Meier, so einen langen Nachnamen. Ja. Meier mit EY oder AI oder. Ich verstehe es voll gut. Ich hieß früher mal LSD. Also ich heiße ja Alice. Genau, und der Witz war ja so toll, LSD. Viele haben zum Spaß gesagt, nenn dich doch so. Und ich so, ich heiße so. Genau, deswegen mein Nachname war auch ewig lang. Und deswegen habe ich dann dieses D hingemacht. Jetzt wollte ich nur wissen, ob du den gleichen Gedanken hattest. Und wir hatten den gleichen. Ich hatte inzwischen nicht mehr so, aber bei dir Linda B., wenn man dich googelt. Das Gute ist, man findet dich tatsächlich gleich. Ich habe bei YouTube ein bisschen geguckt. Und man findet dich bei YouTube sofort, wenn man Linda B. eingibt. Also hier bitte YouTube einschalten. Man findet dich überall, also Instagram, YouTube, Facebook, glaube ich. Facebook hast du nicht. Da finde ich mal super, super sympathisch. Das ist ja eigentlich im Aussterben, ne? Braucht man schon, ja. Gut, Instagram. Ja, wenn man Instagram hat, dann ist Facebook halt irgendwie. Ich sehe das auch so. Also, sorry. Nee, ich sehe das. Also wir schneiden das kurz raus aus dem Livestream. Ich sehe das auch so. So, wir freuen uns auf den nächsten Song. Spielt ihr zusammen und wie heißt er? Ja. Hier. Hier. Okay, Linda B. mit Ensemble. Hier. Ich würde dich gerne anrufen, gerne fragen, wie es dir geht. Will wissen, wie du zu mir stehst und was das mit uns ist. Ich weiß, du liebst die Freiheit, die das Leben dir schenkt. Du weißt, ich brauch die Sicherheit, die du mir nicht gibst. Ich würde dich gerne lachen sehen,
gerne deine Stimme hören. Will wissen, ob du mich vermisst und was das mit uns ist. Ich weiß, du lebst im Hier und Jetzt, die Vergangenheit ruht. Du weißt, ich wurde zu oft verletzt, aber nie von dir. Ich weiß, dass nichts mehr bleibt, dieser Moment verstreicht. Ich laufe gegen die Zeit, weil Liebe nicht reicht. Ich weiß, dass nichts mehr bleibt, nichts mehr bleibt. Liebe nicht reicht. Was machen wir hier? Warum sind wir bei dir? Was machen wir hier? Schon wieder bei Ihr dürft auch gerne gleich den nächsten Song spielen, wenn ihr möchtet. Yes. Danke sagen heißt der. Ja, Martha fühlt sich angesprochen. Ja, der ist entstanden, als ich auf dem Rückweg war nach Hamburg von Berlin, von Martha. Und ja, über Freundschaft und so. Wir trafen uns, verstanden uns auf Anhieb, das Leben noch vor uns und jetzt sind wir mittendrin und schon lang nicht mehr Kind. Wir haben viel zu tun, aber nehmen uns frei und teilen Momente, die uns tragen und unsere Freundschaft bereichern. Die Zeit vergeht viel zu schnell, die Tasche gepackt. Ich bleibe stehen, treffe deinen Blick, lass mich dir nochmal Danke sagen. Wir sind gegangen durch Höhen und Tiefen, wollten nicht allein sein und jetzt sind wir stark genug, das Richtige zu tun. Wir sehen uns selten, aber nie nur flüchtig und teilen Momente für immer, die ich niemals hergeben will. Die Zeit vergeht viel zu schnell, mein Zug ist schon da. Ich bleibe stehen, treffe deinen Blick, lass mich dir nochmal Danke sagen. Danke sagen, da ist immer noch so viel, was wir gemeinsam erleben können. Und wer hätte gedacht, wie viel du mir bedeuten wirst. Oh, ich freue mich auf ein Wiedersehen. Mit dir nachts um die Häuser ziehen, die Wege zusammen gehen, mit dir aus dem Alltag fliehen. Diese Freundschaft ist besiegelt, für immer und ewig. Dafür brauche ich dein Versprechen nicht. Deine Hand auf meiner Schulter spricht für sich. Ich will dir, ja, ich will dir.
Ja, es ist, ich weiß nicht, wir könnten die Fenster aufmachen. Wollen wir die Fenster aufmachen vielleicht? Ja, danach? Ah ja, gut, na gut, dann schwitzen wir noch ein bisschen. Im Winter wird es dann kuscheliger, genau. Jetzt habe ich meine Frage gerade überhaupt nicht vergessen. Genau. Songwriting. Also ihr studiert ja Musik. Klavier und Gesang und was nicht alles so dabei ist. Ist das Songwriting auch irgendwie mit dabei? Oder hast du das alles dir selber beigebracht? Also dieses ganz, du hast das einfach so gekonnt. Ja. Also du bist ein Naturtalent. Voll krass. Nee, wirklich. Also ich kenne halt viele... Freunde, die zum Beispiel irgendeinen Songwriting-Workshop besucht haben oder einen Kurs oder so, aber du hast das sozusagen... Also ich habe ja noch Gesangsunterricht außerhalb des Studiums. Okay, auch noch. Ja, okay. Genau, im Studium habe ich klassischen Gesang tatsächlich. Ach so, okay. Das kannst du auch sozusagen. Wir könnten jetzt gemein sein und würde sagen, da wollen wir was hören von, aber mache ich jetzt mal nicht. Nein. Schneiden wir bitte raus. Genau. Und die schreibt auch. Mhm. Und die ist auch eigentlich immer so die Erste, die meine Songs hört. Ah, oh wow. Und die gibt dann sozusagen ihre Meinung dazu? Ja. Also sie sagt halt eigentlich immer nur so, okay, die Geschichte verstehe ich oder da und da, nee, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Ah, okay, das ist ja super praktisch, wenn man dann sozusagen gleich mal jemand hat, der so das Feedback. Ja, aber manchmal ich lasse mir da auch manchmal nicht reinreden. Ich bin dann so, nee, ich fühle das einfach so und ich lasse es jetzt so. Absolut. Ja, sich da nicht irritieren zu lassen und das rauszunehmen, was einem was bringt, aber gleichzeitig sich selber treu zu bleiben, das ist auch nicht so leicht, ne? Weil man will ja Kritik auch, konstruktive Kritik ja auch ernst nehmen und das dann zu unterscheiden von nicht konstruktiver Kritik. Das ist dann die Kunst. Sehr schön. Und würdet ihr beide, das ist eine Frage an euch beide, würdet ihr das sagen, es ist ein Vorteil, Musik zu studieren? Nehmt ihr da total viel mit auf die Bühne, was ihr sozusagen im Studium lernt, Erfahrungen? Und würdet ihr es, wenn man jetzt zum Beispiel ein junger Musiker ist, sagen, es ist eine super gute Idee, Musik zu studieren, wenn du auch Musik machen möchtest? Also unser Studium ist ja schon darauf ausgelegt, dass wir Lehrer werden im Endeffekt. Man weiß zwar nie, wo die Wege noch hinführen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das für jeden was wäre, weil natürlich auch pädagogische Aspekte drin sind. Aber es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Kurse, die man verpflichtend oder auch freiwillig belegen kann. Zum Beispiel gibt es halt auch eine Musical-Produktion alle 2 Jahre oder sowas. Okay, cool. Und es gibt halt auch, also gibt verschiedene Möglichkeiten, wo man auf jeden Fall auch irgendwie auftreten kann. Mhm. Und kleine Gesangsabende, wo man auch ein bisschen üben kann, dass man dann nicht so nervös ist und sowas. Das hätte ich mal studieren sollen. Das klingt total toll. Also klingt total facettenreich und auch so, als ob man dann ganz viel Erfahrung und Übung schon auch irgendwie bekommen würde. Ja, voll. Okay, und ihr wollt das tatsächlich dann unterrichten zukünftig? Also wie kann man sich das so vorstellen? Eure Zukunft, eigentlich wollte ich die Frage am Ende stellen, aber jetzt sind wir schon dabei. So in der Zukunft, wie wäre so die perfekte Zukunft für euch in Sachen Musik machen, unterrichten? So, wie wäre das da so idealerweise, wenn man sich das jetzt mal wünschen könnte? Ja, also ich habe schon Bock zu unterrichten. Also ich habe auch so ein paar Praktika gemacht. Mir macht es vor allem Spaß mit Älteren, also die auch wirklich Bock auf Musik haben. So in der Schule ist es halt immer ein bisschen schwierig, weil dann also der Großteil ja eigentlich nicht so mit Musik zu tun hat. Ich habe da eigentlich schon Lust drauf. Ich würde auch gerne noch mal was Künstlerisches studieren. Weiß aber noch nicht, was genau, in welche Richtung. Und Musik machen natürlich wäre der ideale Plan. Alles sozusagen vereinen. Ja, ein bisschen schon. Hier, ein bisschen da. Ja. Ah, cool. Wahnsinn. Das klingt echt aufregend. Willst du noch was dazu sagen zu deiner Zukunft? Ja, also tendenziell glaube ich schon, dass ich auch Lehrer werden werde. So ganz, so hundertprozentig vorstellt, kann ich es mir auch noch nicht. Ich unterrichte jetzt auch schon Geige an der Grundschule. Okay. Weil ich eben Grundschullehramt studiere. Mhm. Und eigentlich gefällt es mir schon gut und die Kinder sind echt niedlich und so. Aber sich das irgendwie für 30, 40 Jahre zu machen, das ist natürlich nochmal ein anderer Schnack. Aber man weiß ja nicht, was noch so kommt. Genau. Also ja, sind ja auch noch voll jung, ne? Das wäre dann meine übernächste Frage. Die stellen wir einfach nach dem nächsten Song. Da gehen wir dann auf das Alter genauer ein. Also bleibt dran. Wie heißt denn euer nächster Song? Also dein nächster Song? Spielt ihr zusammen? Nee. Okay. Kamera ausschalten. Spaß. Der nächste Song heißt Fort und Piano.
Okay, viel Spaß damit. Ich fühle mich so, als müsste ich immer alles geben, nur um dir zu gefallen. Sogar das, was ich nicht bin, als willst du sehen, bist nie zufrieden mit mir. Meine Wünsche und all meine Träume, die fragst du, wie es mir geht. Wie und ob ich meine Zukunft mit dir plan, ist dir egal. Ich frag mich, bist du es denn wert? Und ich sag nichts, wenn mich was nervt. Und ich frag mich, wo das mit uns hinführen wird. Ich red mir ein, dass du mich liebst. Wir spielen fort am Piano, appassionato gondolo, den Ton gibst du vor, das Tempo sowieso. Und wenn ich auf dich warte, ist das Stück schon vorbei. Immer wenn wir einen Abend verbringen, fühle ich mich allein. Selten das Gefühl, willkommen zu sein. Ich such die Fehler ab bei mir. Und immer dann, wenn ich vorhab zu gehen, offenbarst du mir deine Mode. Du sagst, eine Pause wäre jetzt falsch. Setz dich ans Klavier. Ich frag mich, bist du es denn wert? Und ich sag nichts, wenn mich was nervt. Und ich frag mich, ob es dieses Mal reicht. Ich red mir ein, dass du mich liebst, wie du den Chopin spielst. Die Sonate, deine Finger bewegt mein Herz, beim Mozart schneller schlägt und wir zum Menuett im Dreiviertel tanzen. Wir spielen fort, Piano. Appassionato con dolore, den Ton gibst du vor, das Tempo sowieso. Und wenn ich auf dich warte, ist das Stück schon vorbei. Ja, der nächste Song heißt Mein Herz bei mir. Ich stand hier, alles um mich rum war so dunkel, dein Blick sagte mir, hey, wie bist du nur so tief gesunken? Ich lerne es jetzt, den Weg zu genießen, und ich hoffe dabei, meinen Träumen zu begegnen. Denn jetzt stehe ich hier und alles um mich rum beginnt zu funkeln.
Ich hab keine Lust mehr zu hassen. Ich hab keine Lust, dabei zuzusehen, wenn andere nur das Schlechte sehen. Werde ich dir lieben, mein Leben lassen. Ich brauch niemand, der mir sagt, wo ich herkomm. Ich brauch niemand, der mir sagt, wohin ich will. Alles, was ich brauch, ist ein bisschen mehr Licht. Denn ohne verliere ich mich. Ich brauch niemand, der mir vorschreibt, wen ich lieb. Ich brauch niemand, der mir meine Freiheit nimmt. Alles, was ich brauch, hab ich eh schon hier. Mein Herz bei mir. Ich bleibe hier. Alles um mich rum macht mich glücklich. Kein Wort mehr von dir. Wie vieles, was du tust, verletzt mich. Ich lerne es jetzt, Nein zu sagen, mich zu schützen und trotzdem was wagen. Und ich bleibe hier. Alles um mich rum sagt, es ist richtig. Ich hab keine Lust, ständig zu verlieren. Ich hab keine Lust, dabei zuzusehen, während ich versuche zu verstehen. Können andere nur auf ihren Gewinn zielen. Ich brauch niemand, der mir sagt, wo ich herkomm. Ich brauch niemand, der mir sagt, wohin ich will. Alles, was ich brauch, ist ein bisschen mehr Licht. Denn ohne verliere ich mich. Ich brauch niemand, der mir vorschreibt, wen ich lieb. Ich brauch niemand, der mir meine Freiheit nimmt. Alles, was ich brauch, hab ich eh schon hier. Mein Herz bei mir. Ich bin nicht einsam, auch nicht allein. Ich bin glücklich, weil ich lerne, frei zu sein. Ich bin so viel mehr wert, als ich denk. Schön ist, wer sich Selbstvertrauen schenkt. Ich bin mutig, habe viel zu sagen. Ich bin froh, keine Last mehr zu tragen. Ich bin standfest, nicht vom Winde verweht. Und schön ist, wer sich Fehler eingesteht. Ich brauch niemand, der mir sagt, wo ich herkomm. Ich brauch niemand, der mir sagt, wohin ich will. Alles, was ich brauch, ist ein bisschen mehr Licht. Denn ohne verliere ich mich. Ich brauch niemand, der mir vorschreibt, wen ich lieb. Ich brauch niemand, der mir meine Freiheit nimmt. Alles, was ich brauch, hab ich eh schon hier. Mein Herz bei mir. Voll schön. Das passt ja gerade super gut zu meiner nächsten Frage. Den Song, den du gerade gespielt hast, da hast du ja auch gesungen, dass du niemanden brauchst, der sozusagen. Ist das autobiografisch, dieser Song? Ja, also ist auch wieder so eine Sache. Ich habe mich natürlich auch von anderen Geschichten inspirieren lassen. Okay. Allgemein so ein Song gegen so Kritiker. Mhm. Natürlich ist es nicht so, dass man niemanden braucht. Also. Nee, schon. Also ich glaube, das versteht man ganz gut. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, was man selber will. Und genau. Mein Herz bei mir, dass man auch... Genau. Ja, das ist eigentlich das Thema, was wir auch schon vorhin hatten. Gerade diese vielen Stimmen und guten Ratschläge, die sind alle super, weil letztendlich halt, dass man guckt, was macht einen selber am meisten glücklich. Du bist, oder ihr, jetzt richte ich die Frage mal wieder an euch beide, ihr seid ja noch ziemlich jung. Wollt ihr euer Alter verraten? Ihr müsst nicht. Ich bin 22. 22? Und ich werde bald 24. Okay, also ihr seid beide noch sehr, sehr jung, sage ich jetzt mal. Gerade wenn man mit Musik, wenn man Musik macht. Und wie lange machst du jetzt Musik? Muss ich kurz zwischendurch fragen. Also ich habe mit der musikalischen Früherziehung angefangen. Ich auch. Cool. Okay, wenn das zählt, ist gut. Ja, und dann war ich im Kinderchor an der Hamburgischen Staatsoper. Mit 7 bin ich da eingetreten. Oh, wow. Ich glaube, ich mit 11 oder so gemerkt, okay, Musik ist schon cool. Okay. Ich habe dann Gesangsunterricht genommen. Und, wow, so früh. Okay, das würde meine nächste Frage so klären. Ich habe da so ein YouTube-Video gesehen. Da warst du bei einer Preisverleihung. Du hast an einem Preis teilgenommen. Ja, witzig, dass du das ansprichst, weil ich wollte genau den nächsten Song. Nein, okay. Nein, das hatten wir so natürlich geplant. Vorher. Ja, perfekt. Weil ich habe dieses Video gesehen, wo du da gespielt hast. Rock, Pop, Preis.
Kreis. Genau, ist das richtig? Ja. Genau. Und du wirkst wahnsinnig gefestigt auf der Bühne. So, als ob dich, also du warst ganz allein mit dem Klavier auf der Bühne. Ja. Und du hast überhaupt nicht aufgeregt gewirkt. Oh. Und ich, dann habe ich eben dein Alter danach gehört, ich glaube im Interview, dass du 22 bist und dachte mir, wow, mit 22 setzt du dich da alleine ans Klavier auf diese riesige Bühne vor echt vielen Leuten. Warst du aufgeregt? Ja, oder mega. Wirklich? Es war so beängstigend, diese riesige Bühne und dann die riesige Halle und ich da so alleine an meinem Klavier. Okay, Wahnsinn, dass du dir das hast, man hat es überhaupt nicht gemerkt. Krass, ich habe mir so gedacht, wie macht sie das? Ich, 22 und sie geht da so einfach, spielt da los. Also ich bin immer mega aufgeregt vor Auftritten. Ja, voll. Oh mein Gott, ja. Man muss mich eigentlich hochschieben. Dann irgendwann will man nicht mehr runter. Ne? Aber erst so der erste Moment muss man eigentlich so ein bisschen angeschubst werden. Voll. Das heißt, du bist schon aufgeregt. Dann kann ich mir meine Frage, Tipps gegen Nervosität von Linda. Hast du irgendwelche Rituale vom Auftritt, wo du sagst, da kannst du dich irgendwie entspannen, dass du meditierst oder irgendwie? Nee. Also ihr geht einfach aufgeregt auf die Bühne und dann wird's mega. Gerade haben wir noch ein bisschen Nudelsalat gegessen. Okay. Aus dem Kofferraum heraus. Hat das geholfen? Ich brauche ein paar Tipps. Also ich finde Essen immer ganz gut. Mhm. Also beim Gesang kann man dann so die Stütze besser. Ist also, das wirklich so? Ja. Ich habe immer Angst, dass wenn man zu viel isst, dass man dann nichts mehr rauskriegt, so vom Ton her. Also ich finde es irgendwie angenehmer. Okay, also Nudelsalat ist empfehlenswert. Aber muss das aus dem Kofferraum sein, oder? Das heißt, ihr seid mit dem Auto angereist, wird mir gerade klar. Ja. Dann spare ich mir die Frage mit, wie war es mit der Bahn zu fahren in Corona-Zeiten. Okay, also dann haben wir diesen Punkt auch geklärt. Was wolltest du noch erzählen? Ich habe dich voll unterbrochen. Du wolltest deinen nächsten Song nämlich erzählen, dass es darum ging. Ja, genau. Also der nächste Song ist Traum. Okay. Den du da gespielt hast. Wow. Das wäre dann die Stelle, an der ich Werbung für meinen YouTube-Kanal mache. Werbung für den YouTube-Kanal. Linda B. Ganz einfach zu finden. Linda, Best of Music, genau. Das ist echt ein tolles Video. Also ich kann dich nur empfehlen anzugucken. Ist alles. Auch zwei. Das eine habe ich schon ein bisschen früher aufgenommen. Da tanze ich sogar. Okay, das wird die übernächste Frage. Nach dem Song jetzt erstmal Linda B. mit Traum. Alles in Trümmern, alles wird verspielt. Jeder gesteuert, jeden Spielzug überleben. Nichts geht ohne Geld, Kampf nach Reichtum. Keinen Schein zu stören, ich kann es nicht mehr sehen. Immer wenn ich meinen Traum hab, hoff ich, dass ich daraus nie mehr aufwach. Alles so grau und leer ist, wie es vorher war. Schade, dass man Träume nicht zeigen kann. Was ich sehe, ist Frieden. Länder ihre Waffen niederlegen. Jeder Mensch gleich behandelt wird. Freiheit seine Rolle spielt. Politiker sich die Hände geben. Kinder ihre Eltern im Krieg nicht verlieren. Ich sehe, wie du mich in deinen Arm nimmst. Unser Lied mich in den Schlaf singt. Wir Herzen wie Maschinen, wir wollen immer, immer an der Spitze sein, immer Macht gesteuert. Den Weg in die Leere, niemand will ihn wirklich sehen. Lassen Liebe liegen, Egoismus siegen. Immer wenn ich meinen Traum hab, hoff ich, dass ich daraus nie mehr aufwach. Alles so grau und leer ist, wie es voll war. Schade, dass man Träume nicht zeigen kann. Was ich sehe, ist Frieden. Länder ihre Waffen niederlegen. Jeder Mensch gleich behandelt wird. Freiheit seine Rolle spielt. Politiker sich die Hände geben. Kinder ihre Eltern im Krieg nicht verlieren. Ich sehe, wie du mich in deinen Arm nimmst. Unser Lied mich in den Schlaf singt. Und ich geh dahin, wo
uns das Leben gehört, wo Wünsche wahr werden, Leben etwas wert ist. Ich träum mich davon in eine Zukunft voll Hoffnung. Oh, 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 oh. Und immer, wenn ich meinen Traum hab, hoff ich, dass ich daraus nie mehr aufwach. Schade, dass man Träume nicht zeigen kann. Klopfen, tausend Fragen im Kopf, Rauch deiner Zigarette liegt wie Nebel in der Luft. Du hast es angefangen, vor nichts Angst gehabt, kleine Schritte gingen wir, bis ich geblieben bin, hab das Ende nie gesehen, bis sie unsere Wege trennte. Wolltest du es mehr als ich? Danke für die schöne Zeit. Wenn die Sterne leuchten, denk ich daran, was wäre, wenn, wenn wir geblieben wären, werden wir es je erfahren. Vielleicht solltest du wissen, dass ich nicht vergessen werde, dass ich nicht verzeihen werde, bis du Farbe kennst vom Brot. Vielleicht solltest du warten, bis du weißt, wer du bist, dich selbst verstehst, bis du weißt, was du willst, dir sicher bist, bis du Farbe bekennst. Tausend Gedanken im Kopf. Wann werde ich dich verstehen? Kannst du mir in die Augen sehen? Sag, dass der Nebel nur deine Gefühle verdeckt. Will ich's jetzt mehr als du? Danke für die schöne Zeit. Wenn die Sterne leuchten, frag ich mich, was wäre, wenn, wenn du so denkst wie ich, werden wir es je erfahren. Vielleicht solltest du wissen, dass ich nicht vergessen werde, dass ich nicht verzeihen werde, bis du Farbe bekennst. Oh, oh. Vielleicht solltest du warten, bis du weißt, wer du bist, dich selbst verstehst, bis du weißt, was du willst, dir sicher bist, bis du Farbe bekennst. Vielleicht wirst du irgendwann an uns denken, unsere Fotos ansehen, die dich erinnern lassen. Und ich vielleicht frage, ob dies schon das
Klopfen. Achso, jetzt kommt der Song, wo ich vorhin meinte, ich wurde auch mal von Filmen inspiriert. Ah, cool. Wie heißt der? Stimmen heißt der Song. Okay. Und der Film heißt Mängelexemplar. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Ich habe schon mal den Titel gehört. Es gibt auch so ein Buch dazu. Ich habe mir den 4-mal nonstop angeguckt. Also du würdest ihn empfehlen? Ja. Alles klar, werde ich machen. Ich bin müde, es ist schon viel zu spät. Ich krieg keine Ruhe, schon wieder viel zu spät. Gedankenspirale, alles dreht und bewegt sich. Vergesse das Atmen, jetzt wird es still. Sagst du mich denn sehen, bin schon gar nicht mehr da. Fühl mich einsam und leer, es ist keiner mehr da. Die Angst, dass ich nie wieder aufwach und leb, zerfrisst mich, ja sie zerfrisst mich. Ich bin allein, ich tanze in meinem Kopf. Die Stimmen bleiben, singen laut ihr Lied, brüllen in mein Ohr. Bevor ich mich verrenne, tanze ich hier. Ich bin unruhig, setz mich niemand auf. Und ich steh nicht still, niemand hält mich auf. Grenzüberschreitung, ich leb und beweg mich. Vergesse die Zweifel, jetzt wird es laut. Sagst du mich jetzt sehen, mir schau, ich bin wieder da. Fühl mich wieder geboren, oh, ich bin wieder da. Die Angst vor dem Sturm und dass alles vorbei ist, zerfrisst mich, ja, sie zerfrisst mich. Die Stimmen kommen und ich bin allein. Ich tanze in meinem Kopf. Die Stimmen bleiben, singen laut ihr Lied, brüllen in mein Ohr. Bevor ich mich verrenne, tanze ich hier. Ich wär gern mal allein, ohne gleich durchzudrehen. Ich wär gern mal so leicht, um mich zu tragen. Ich wär gern mal da oben, ohne runterzufallen. Ich wär gern mal so leicht, mich zu ertragen. Die Stimmen kommen und ich bin allein. Ich tanze in meinem Kopf. Die Stimmen bleiben, singen laut ihr Lied, brüllen in mein Ohr. Bevor ich mich verrenne, tanze ich hier. Bevor ich mich verrenne, tanze ich hier. Ich tanze hier. Song für den Film, würde ich sagen. Also ja. Filmmusik, würde dich das auch interessieren? Aber es kam jetzt nur so beim Hören irgendwie, das könnte auch gut zum Film passen. Ja, wenn sich das mal ergibt. Gut, dann machen wir unauffällig Werbung. Sehr schön. Wollt ihr noch einen Song spielen, bevor ich euch die nächste Frage stelle? Wir waren auch jetzt schon beim letzten. Ah, perfekt. Dann kündige ich jetzt hiermit den letzten Song an und danach unterhalten wir uns weiter.
Ach so, ich wollte noch was dazu sagen. Und wir schneiden das raus. Linda, möchtest du noch etwas sagen? Ja, ich wollte noch was zu dem Song sagen. Der Song heißt Zuhaus. Und ich finde es immer ganz schön, so sich für sich selber vorzustellen oder dran zu denken, was für einen selber zu Hause ist. Es kann ja irgendwie ein Ort sein oder eine Person oder keine Ahnung, oder die Musik halt auch. Das würde mir jetzt auch spontan einfallen. Das wollte ich noch loswerden. So, zu Hause. Los geht's. Sei da, wenn ich traurig bin. Halt mich, wenn ich falle. Sei da, wenn ich niemand hab. Halt mich, wenn ich nicht mehr kann. Ich hab dich vermisst, so schön wie du bist. In deinen Gassen, du siehst heute so anders aus. Ich verliere mich in deiner Wärme. Zu mir bist du niemals kalt. Auch wenn ich weit weg war und viel verpasst hab, oh, wie lange wir uns nicht sahen. Lange Weg hinter mir, nur gehört's nicht gespürt, jetzt komm ich wieder zurück. Denn du weißt, hier gehör ich hin. Lautes Gebrüll, helles Flimmern. Mit Graffiti beschmiert, alles vertraut, ich bin zu vor dir verbergen, denn du kennst mich besser als mein Freund und alle meine Sorgen. Ich teile sie gern mit dir, auch wenn ich deinen Rat brauch und ich weiterweise, lässt du mich niemals allein. Jetzt singen, tanzen wir und stoßen auf dich an, betrunken und glücklich schlaf ich ein. Denn du weißt, hier gehör ich hin. Lautes Gebrüll, helles Flimmern. Deine Fassade mit Graffiti beschmiert,
alles vertraut, ich bin zu Haus. Alles vertraut, ich bin zu Haus. Alles vertraut, wieder zu Haus. Alles vertraut, ich bin zu Haus. Voll schön, toller Song. Ich finde das Thema, ich finde, das hast du super vorher gesagt, dieses Zuhause sein, dass es nicht immer unbedingt ein Ort sein muss, sondern einfach eine Person oder auch die Musik. Das finde ich, das hast du, also ganz toll, darüber auch einen Song zu schreiben. Wie ist das für dich oder beziehungsweise für euch? Ihr seid gebürtige Hamburgerinnen? Seid ihr so, dass ihr sagt, boah, Zuhause ist so Zuhause und da bin ich super gerne? Oder seid ihr so, dass ihr eher so... ja, dieses klassische, die Welt bereisen, unterwegs sein? Oder habt ihr eine Lieblingsstadt, in die ihr mal ziehen wollt? Soweit ihr das verraten wollt. Ja, also Hamburg ist schon cool. Ist es wirklich? Ja, also ich würde Hamburg als, auch als meine Heimat so, also... Okay. Und eigentlich, ich kann mir auch, ich habe früher mal gesagt, ich möchte gerne mal nach London ziehen, aber... London ist cool. Ja, ich weiß nicht. Hamburg ist schon... Ah, das ist doch voll schön. Ist das nicht toll? Also ich kenne es immer noch, ich wollte immer weg von meiner Stadt, wo ich herkomme. Und ich wollte immer nur nach Berlin. Deswegen finde ich es voll schön, wenn jemand sagt, hey, da wo ich... Ich komme aus Bayern, ursprünglich. Okay, das schneiden wir auch alles raus. Nee, tatsächlich, ich komme ursprünglich aus Nürnberg. Und es ist halt eine... Es ist schön dort, aber irgendwann will man halt doch mal ein bisschen mehr machen. Vor allem, wenn man Musik macht und was Kreatives macht, dann ist da... halt irgendwie Berlin ein bisschen reizvoller von den Möglichkeiten her und so weiter. Deswegen finde ich es toll, wenn man sagt, hey, bei Hamburg ist wunderschön. Ich war erst zweimal dort, aber es hat echt wirklich einen ganz tollen Flair und es sind alle super nett dort. Also ich meine, ne, hier haben wir ja wirklich, ist einfach ganz, ganz, eine ganz, ganz tolle Stadt. Ich meine, Berlin ist einfach ganz anders. Ne? Das ist einfach ganz schwer zu vergleichen. Ja, das stimmt. Hat jedes für sich was Schönes. Gut, ihr habt jetzt euren letzten Song gespielt. Also wenn wir jetzt Zugabe rufen, dann, oh, okay, Zugabe. Okay, ich stelle dir noch eine Frage und ihr überlegt euch das in der Zeit, wo ihr beantwortet. Ist das nicht super? Und wenn ihr das nicht wollt, dann tun wir so, als hätte ich die Frage nie gestellt. zum Tanzen wollte ich noch kurz wissen. Ich finde es total cool, weil du nämlich zu deinen eigenen, habe ich das richtig verstanden, auf YouTube, zu deinen eigenen Songs tanzt. Ja, also die du manchen. Genau, also da ist auch ein Cover dabei. Ja, genau. Ja, du spielst auch gerne Cover. Ja. Habe ich auch gesehen, total cool. Und dazu hast du selber dann eine Choreografie entwickelt, beziehungsweise dein Tanzen mit einfließen lassen. Ja. Willst du erzählen, wie es zu dieser Mega-Idee kam? Ja, also genau, ich tanze ja schon super lange, eigentlich schon seit ich auch klein bin. Was war zuerst da? Die Musik, also das Tanzen oder das Singen? Oder beziehungsweise die Musik? Also ich habe mit Ballett angefangen, da war ich 3. Okay. Ich habe auch mit Ballett angefangen. Warum fängt man mit Ballett an? Aber mit 3 schon. Ich habe ein bisschen später angefangen. Also ich glaube, dann war so Ballett eigentlich zuerst. Mhm. Naja, und ich habe hin und wieder immer mal Musical-Workshops gemacht. Okay. Und an der Stage School. Ja, die kenne ich. Da habe ich tatsächlich auch schon mal einen Workshop gemacht. Ja. Und naja, und irgendwie macht es voll Spaß, so Musik und Tanz auch so miteinander zu vereinen. Da gebe ich dir voll recht, ja. Mega. Ja, und so selber zu choreografieren ist halt natürlich eine Herausforderung. Definitiv. Macht auch Spaß. Aber zu sagen, dass du Tänzerin wirst, gab es irgendwie nicht so zur... Ja, doch, aber dann hätte ich mich halt entscheiden müssen. Mm-hmm. Oh, das also ich hatte auch mal so ein Probetraining bei Jill Neumeier, aber dann war ich so, nee, irgendwie Musik ist doch... Ist das, so ja, ist das ärgerlich, wenn man so viele Talente hat, Mensch. Ja, aber super. Nee, also die Videos lohnen sich total anzugucken, bitte schaut rein. Ist wirklich total schön, wie du das verbindest zur eigenen Musik. Ich finde die Idee super. Also da wäre ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das noch nicht so gesehen, dass man zur eigenen Musik tanzt, eine super Idee.
Habt ihr denn jetzt noch, oder du? Okay, also ich habe so die Vermutung, da gibt es irgendwas, was ihr uns nicht zeigen wollt. Nein. Das Publikum hat Wünsche. Ihr könnt auch einfach noch mal ein Stück, was ihr euch total gut, was euch richtig gut gefallen hat, heute zu spielen, einfach noch mal spielen. Also das ist auch voll in Ordnung. Ja, bin ich dabei. Ja, dann machen wir noch eine Zugabe. Könnt ihr noch mal Zugabe rufen, so richtig laut, so mit Klopf. Aber okay, Linda, du musst eine Zugabe spielen. Es tut mir leid. Ja, man muss sich immer ein paar Songs zurückhalten. Genau, genau. Oder die Besten nochmal spielen. Das ist ja auch total legitim. So, hier die Zugabe. Linda B. und Band mit Neubeginn. Du sagst, du lernst mich gerade ganz neu kennen, hab so viel Freiheit im Sinn. Du meinst, mir täte dieser Leichtsinn gut, hab so wenig Schwere im Herz. Ich hab gehofft, es wird einfach, alles klärt sich von selbst. Ich denk, dass ich noch nicht bereit war, Entscheidungen zu fällen. Warum bin ich so schwer zu finden? Wie werde ich dieses Chaos in mir los? Wo soll ich meine Ziele setzen? Und welche Wurzeln nehme ich mit? Neubeginn, nach vorne schauen, vergeben, verzeihen und Brücken bauen. Neubeginn, herzlich willkommen, zufrieden sein und nochmal von vorn. Nochmal von vorn. Du sagst nicht länger zu viel neu dazu, mach großen Raum in mir selbst. Du meinst, mir täte diese Richtung gut, mach kleine Schritte nach vorn. Ich hatte gehofft, es wird einfach, geradeaus zu sehen. Ich denk, dass ich noch nicht bereit war, Entscheidungen zu fällen. Warum fühle ich mich denn so allein? Wie werde ich diese Leere in mir los? Wo kann ich nicht mehr rastlos sein? Welche Zweifel tun mir gut? Neubeginn, nach vorne schauen, vergeben, verzeihen und Brücken bauen. Neubeginn, herzlich willkommen, zufrieden sein und nochmal von vorn, nochmal von vorn. Ich weiß nicht, wohin mit mir, ich weiß nicht, wohin ich will. Zum ersten Mal hab ich keinen Plan, zum ersten Mal hab ich gar nichts an. Und vielleicht wartet schon was Großes auf mich, vielleicht wartet schon mein neues Ich. Wenn ich neu, neu beginn, wenn ich neu, wenn ich neu beginn. Ich finde es ein mega passendes Lied zum Abschluss. Ganz, ganz toll, Neubeginn. Linda, wie geht's jetzt weiter als meine Abschlussfrage? Was ist geplant für dieses Jahr noch was? Für nächstes Jahr? Hast du einen Plan oder bist du einfach so, dass du es auf dich zukommen lässt? Naja, also ich wollte eigentlich den Plan mit der Straßenmusik noch ein bisschen weitermachen. Das ist doch ein guter Plan. Solange das Wetter noch mitspielt. Ja, bis Oktober noch, ne? Ja, und jetzt so die nächsten Wochen langsam wieder mal ein bisschen auf das Unileben vorbereiten. Mhm. Wann geht's wieder so richtig los? Also wir haben Anfang Oktober teilweise und richtig Ende Oktober, glaube ich. Ja, okay, genau. Wir haben nochmal so eine Präsenzblockphase. Okay, das steht kurz bevor sozusagen. Ja, genau. Viel los. Und Musik machen, viel schreiben und so.
Wow, also du hast sehr, sehr viel vor. Dann wünsche ich dir ganz viel Energie, dass du all deine Träume so verwirklichen kannst, wie du es dir vorstellst. Euch beiden natürlich, dass ihr das beides alles unter den Hut bringt. Ich bin super gespannt, wie es hier mit euch weitergeht, weil das war wirklich sehr, sehr schön. Eine ganz, ganz tolle Überraschung, dass du heute hier warst. Und dann wünsche ich euch eine gute Heimreise. Wie lange bleibt ihr jetzt noch? Geht's heute schon zurück, oder? Ja. Ihr müsst heute noch zurück nach Hamburg. Ja. Wow, okay, dann wünsche ich euch eine sehr gute Heimreise. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr hier wart. Hoffentlich mal wieder in Zukunft, nächstes Jahr irgendwann. Und dann ja, beende ich hier mit dem Livestream. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr könnt das Video nochmal nachgucken. Und ja, alles Liebe, eure Alice.